Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. So, wir werden jetzt die Federjagd fortführen. Im Bezirk Santa Maria Novella. Und auch gleichzeitig, sofern möglich, die Glyphenjagd. Genau. So, haben wir noch irgendwelche Truhen? Ja, haben wir auch, aber wir gucken erstmal nach den Federchen. So, da ist noch eine unten an der Ecke. Hier so, würde ich jetzt mal behaupten, mein Jugendlichen Leichtsinn. Mal schauen, ob wir da richtig liegen. Im letzten Part haben wir 3 Leutnants gekillt. Das war schon recht ordentlich. Also geht mal davon aus, dass spätestens... Was heißt spätestens? Das wird wahrscheinlich genau eine Punktlandung werden. Im übernächsten Part sind wir in Florenz fertig. Mit Federn. Und mit Leutnants. Ich weiß nicht, wie es mit den Glyphen aussieht. Es kann sein, dass die Glyphen noch ganz schön viel Zeit fressen werden. Es sind ja noch 2, aber die sind halt richtig üppig gewesen, die letzten. Oh, da ist sie. Ja, daran seht ihr auch, wenn ich mich so umgucke, dass ich nicht... Also bei den Federn nicht immer auf die Screenshots achte. So, ich gucke wirklich nur erstmal, wo die sich befinden. Und dann, um da grob dann zu suchen. Weil ich will ja wenigstens ein bisschen was selbst machen. So, oh, da ist eine Menge los hier unten. Hier. Da geht richtig der Punk ab. Da haben wir erstmal hier eine Feder. Und haben da in diesem Gebäude hier. Ist noch ein oder auf dem Gebäude ist noch ein. Und hier muss noch eine Glyphe sein. Sofern wir die schon haben. Okay. Dim, dim, dim. Auch wenn ich davon ausgehe, dass wir in den nächsten 2 Parts das hier fertig kriegen, wage ich keine Prognosen bezüglich der 100-Part-Grenze abzugeben, weil es könnte echt eng werden. Ich weiß es echt nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Sag mal, die Leute wie Temple Assassin, die werden jetzt sich schon. Die werden wahrscheinlich schon abschätzen können, ob ich schaffe oder nicht. Aber die Leute, die es halt noch nicht kennen, für die und für mich wird es halt richtig spannend. So. Geht Schlag auf Schlag weiter. Nächste Feder. Ich brenne so viel übersehen ab. Wundert mich. Ich bin durchaus, doch. Kann man nicht leugnen. Es müsste an der Ecke sein. Wo ist der Norden? Da ist der Norden. Das bedeutet hier irgendwo. Ja, da sehen wir doch schon was. Hep! Tada! Das Ende. Das Ende. Fast das Ende. Es ist schon passiert. Die Spiele waren einst Teil eines Ganzen. Er muss ja so ganz keine Splitter. Der 4. Tag. Datei freigeben. Einst angebetet, nun ignoriert. Beobachtet es aus der Ferne und wartet. Ja. Achso, steht ja gar nicht, was das ist. Okay, wir haben aber leider keinen Anhaltspunkt. Boah, ich habe keine Ahnung, ich kann nur raten. Die Sonne? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sagen Sonne. Aber ohne Gewehr. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich lese mir das mal durch. Mars, Venus und Amor, circa 1500. Und die werden ja angebetet. Nazca-Stoff, circa 200. Sag mir nichts. Nein. Nein, wollte ich doch gar nicht. Hallo.
So. Aztekischer Steinkalender, 1427. Erscheinung eines Baumgeistes während des Gebets, ca. 1725. Das Osttor, 1816. Aha. Thron der Nächstenliebe, ca. 1345. Kuan Yin Bodhisattva, der 1000 Arme und Augen, ca. 1000, mein Gott. Buch der Toten, ca. 1310 vor Christus. Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle, 1512. Markierungsscheibe, ca. 650. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hier, das ist bestimmt ein Gott und das ist ein Gott. Nee, keine Ahnung, ich muss nachgucken, tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich meine, Try and Error ist, macht keinen Sinn, also kann ich auch gleich nachgucken, finde ich. Ich muss nur erstmal finden. Ich hätte mir ja mal die Seitenzahl merken können, das wäre aber viel zu einfach gewesen. Hier. Wählen Sie Bilder, die Abbildungen der Sonne enthalten. Ihr Witzbolde. Suchen Sie dann die Oberfläche der Sonne ab, um die Erde zu... Oh, okay. Das war gespoilert. Ja, dass wir das doch nicht mehr fast denken können. Danke. Also hier sind nur Brüste, aber keine Sonne. Gut, das ist eine Sonne. Ich weiß nicht, ob das eine Sonne... Irgendwas hat's, irgendwas Sonniges hat's. Da ist keine Sonne zu sehen. Keine Ahnung, ob da eine Sonne ist. Hier ist, glaube ich, keine Sonne. Das da oben ist eine Sonne sein, über dem Falken. Ah! Ha! Ha! Ne? Ja, so müssen wir mal nachgucken. So, jetzt muss ich die Erde finden. Da steht was. Toba war 75.000 Jahre. Vor 75.000 Jahren war kein Vulkanausbruch. Sie starben im himmlischen Feuer. Wenn der Tag der Reinigung nah ist, werden Spinnweben hin und her über den Himmel gezogen. Hopi. Was? Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, der das Land verbrennt und die Ozeane verkocht. Hopi. So, da ist die Erde. Seht ihr mal, wie klein die Erde ist im Vergleich zur Sonne. Seht ihr es mal. Das ist so brutal, echt. Kannst du es überhaupt nicht vorstellen. 6185. Nase. So. Uns fehlt jetzt noch genau eine Glyphe, Leute. Eine. Dann haben wir es. Jetzt kann ich wieder die Seiten suchen, wo mein Florenz... Oh, hier ist es ja schon. Coole Sache. So. Gut, das haben wir auch. Da ist eine... Da unten müsste eine Feder sein. Und die ganzen Thronen sind außen. Da sind noch ein Leutnant. Okay, das ist auch praktisch. Mein Headset geht mir gerade so auf den Keks, ne? Das Problem ist aber, dass es euch nochmal auf den Keks geht, weil es die ganze Zeit einfach knackt und für euch einfach nur sich richtig eklig anhört. Also eklig ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber sonst funktioniert es halt tadellos, ne? Ich weiß nicht, warum das so ist, keine Ahnung. Es kommt und geht. Manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so. Okay. Schon mal hier hochklettern kann schon mal nicht schaden. Eccolo! Da ist er! Wir kriegen dich doch! Ah, ich hab zuerst Eccolo gesagt, deshalb, hä? Ja. Ich kann wieder zuvor, du Hund. So, ein Federkleid. Nein, wieso hält er sich nicht fest, der Ochsenpenner? Oh. Frag mich bitte nicht, was ein Ochsenpenner sein soll, aber der Ezio kommt dem auf jeden Fall am nächsten. Egal. Wir gehen jetzt erstmal
Wo ist denn der Leutnant? Muss man mal gucken. Da oben ist er, da unten ist auch einer. Passt auf, wir machen das folgendermaßen jetzt. Wir holen jetzt hier die Feder, holen danach die Truhe, die hier ist, und gehen dann hier und gehen dann zu dem Leutnant. Das machen wir jetzt in der Reihenfolge. Wollen wir erst den unteren Weg gehen? Das weiß ich gerade auch nicht so wirklich. Aber wir gehen jetzt erstmal den Weg. Darf ich da durch? Ich will da gar nicht durch. Ich gehe hier lang. Hast du gesoffen? Oh ja. So, reparierte Erinnerung. Da. Achso, die Feder, stimmt. Ich wollte erstmal die Feder holen. Ich vergaß. Der Assassine, der unsere ruhmreiche Republik heimsucht, wurde in der Nähe gesehen. Seit okay. Stell mich noch vor Herausforderung, hä? Aha. Hier, fix hier. So, kann ich runterspringen, ohne zu sterben? Ja, kann ich. Gut. Dann Truhe. Einmal hier. Ein Truhenschatz. Sozusagen. So. Okay. Und jetzt auf zum nächsten Leutnant. Was bist du für einer? Sollten wir nicht einschreiten? Einfach nur ein Soldat anscheinend, okay. Eine Soldatenwache. Ach hier, hier ist er ja schon. Okay, ich muss anscheinend irgendwo hoch. Kriegen wir hin. Was ist denn das da hinten? Achso, das ist ein Steckbrief. Habe ich zum ersten Mal im Leben gesehen. So. Danke. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Ab ins Heu, den Bauern töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Und dann müssen sie aufgeben. Haben sich schon viele Gut, Plan B. Ich dachte, man darf nur nicht in diesem roten Gebiet entdeckt werden. Ich dachte, jetzt geht's noch. Naja. Also gerne, wenn ihr einfach mal sehen würdet, wie ich die ganze Zeit am gestikulieren bin, wenn ich Aufnahmen mache. Nix, Ecolo. So. Warte mal. Okay, ich kann mich nicht im Gebüsch verstecken, so wie in anderen Assassin's Creed Teilen. Das kommt noch alles. Ich habe mich im Gebüsch versteckt, hallo. Ihr seht mich gar nicht. Ach, der patrouilliert. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Das Heu. Wir Handel treiben können. Heu
ist also die Grundlage unseres Lebens. So. Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach. Von niedrigem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. Meinen Respekt hat er auch nicht. Ach du Scheiße. Okay, ich hau ab. Ich geh stiff. Lass mich. Nein, ich will weggehen. Ich werde jetzt erstmal anonym. Habt ihr jetzt davon? Na, so langsam mache ich mich mit dem Attentat, ne? So langsam wird's besser. Ich bin auch lernfähig, doch. Muss man mir auch zugestehen. Was ist jetzt? Was ist das? Achso, die Leute kommen zurück. Okay. Okay, okay, okay. Alle Leute sind von... Ja gut, das haben wir schon. Gut, alles klar. Hier dürfen es eigentlich noch zwei Federn fehlen, wenn ich das richtig sehe. Eine ist da, die andere ist da. Da sind wir auch deckten Leuten und... Pass auf, da holen wir die Truhen und holen die beiden Federn und holen wir uns den Leutnant. So zum grünen Abschluss quasi. Hallo, ich möchte bitte gerne ein Feld bestellen. Ich fand's irgendwie total lustig, irgendwie. Bestellen. Was? Wieso sagt man Feld bestellen? Warum? Warum, wieso, weshalb? Erklärt es mir bitte. Ich möchte es wissen. Oh, wo ist denn die Truhe? Die habe ich jetzt übersehen? Wo kommt die noch? Hä? Oder war es die letzte Truhe? Ach ja. Okay. Mir ist es gleich. Gut. Feder. Ein bisschen da oben auf dem Balkon. Möglich wär's. Was glaubst du, wo du hin, Donato? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ach, nervt mich doch nicht. Kein Ausweg. Laju, da ist er. Auf ihn. Tempo, so. Ich verliere ihn. Dort ist er. Packt ihn. So, fertig. Ich geh mir so richtig auf den Keks. So. Hallo? Ich höre was. Ach nee, das ist ja da. Da geht's ja weiter mit den Erinnerungen. Die Frage, die sie mir stellt, ist, wo ist die Feder? Da. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Kann ja auch mal passieren. Okay, da komme ich nicht mehr hoch. Da. Bleibt noch eine Feder übrig. Hoffe ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Und zwar hier. Und zwar hier. Ja. Warte mal, das ist... Hier müsste es sein.
Schöne beschauliche Musik. Schöne Mond. Ja, okay, super. So, ich schau mal gerade nach, ob ich jetzt alle Ferien habe in diesem Bezirk. Ich würde aber denken, ja. Aber ich weiß nicht genau. Da war es doch gerade schon. Federn. Ja. Okay, Samarco 9 Stück. Perfekt. Wo brauchen wir noch welche? In Venedig. 22 noch. Na gut, ist ja kein Thema. Okay, alles klar.